japanische Wirtschaft expandiert im vierten Quartal 2014 in einem Jahrestempo von 2,2% und 0,6% gegenüber dem Vorquartal. Aber diese Zahlen verfehlten die Erwartungen. Ich bin Luis Makoli. Willkommen bei der Presseschau. Die Volkswirte hatten im vierten Quartal mit einem Jahresanstieg des BIP von 3,7% und einem vierteljährlichen Anstieg von 0,9% gerechnet. Allerdings zeugen die Ergebnisse davon, dass sich die Wirtschaft nach der Rezession erholt. Daher reagierten die Märkte positiv mit einem Anstieg von Nikkei um 0,7%. Paul Grünwald, Chefökonom für Asien-Pazifik bei Standard & Poor's, behauptet, dass die Zahlen schwächer als erwartet ausgefallen sind, ist keine große Überraschung. Aber wir haben die technische Rezession überwunden. Zahlen sind weich, aber entwickeln sich in die richtige Richtung. Yasunari Ueno, leitender Marktökonom bei Mitsuho Securities in Tokio, glaubt, das vorläufige BIP für das vierte Quartal bestätigt, dass die Wirtschaft das Schlimmste hinter sich hat, aber es fällt nicht leicht, optimistisch gegenüber dem künftigen Wachstum zu sein. Japanische Exporte sind im Dezember um 12,9% dank dem schwachen Yen und belebter Auslandsnachfrage gestiegen. Aber der Anstieg der Unternehmensinvestitionen war enttäuschend. Glenn Levine, Senior Economist bei Moody's Analytics, sagt, Japans Unternehmenssektor genießt Rekordgewinne und sitzt mit den exportgerichteten Unternehmen auf einem Haufen Geld. Insbesondere profitierten die Exporter von dem billigen Yen. Jedoch haben sich Unternehmen gezögert, dieses Geld in zusätzliche Kapazitäten zu investieren. Das zeugt davon, dass Unternehmen skeptisch sind, ob die Binnenwirtschaft auf dem Weg nach oben ist. Und das ist ein Spiegelbild dessen, ob Japans Abenomics funktioniert. In dem Bemühen, dass das japanische Haushaltsdefizit anzupacken, erhöhte Shinzo Abe die Verbrauchersteuer um 5-8% und der private Konsum ist ins Stocken geraten, während die Wirtschaft schrumpfte. Eine weitere Konsumsteuersteigerung wurde für dieses Jahr geplant, wird aber hinausgeschoben. Herr Grünwald glaubt, dass wir im Jahr 2015 sehen wollen, dass das Konsumwachstum steigt, Unternehmen zu investieren beginnen und das nominale BIP-Wachstum auch zulegt. Die Presseschau ist zu Ende. Weitere Informationen über die japanische Wirtschaft und Reaktionen auf die BOJ-Politik bereitet meine Kollegin Frau Monika Gibson für Donnerstag vor. Auf Wiedersehen.